ne? Mahlzeit. Guten Appetit. Ja, guten Appetit. Ja, das sagt man immer, ne? Mahlzeit. 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 Sagt man so auf Holländisch, die Mahlzeit? Nee, schmackelig eten. Eat, heel, schmackelig. Ja, international, international. Sag es mal. Nein, sie sagt es nicht. Nein, die isst auch nicht. Holländisch. Sie isst auch nicht. Das kann ich immer so süß an. Holländisch? Ja, auch ein bisschen, als wenn die einen verarschen wollen, aber. Scheveningse Schaatsen, Schaatsen, Scheveningse Schaatsen, Scheveningse Schaatsen, Schaatsen, ook een Scheven Schaats. Is maar wat besser. Ja, oké. Weißt du, was ich ganz toll, wo wir jetzt gerade über Holland sprechen? Mhm. Hier, Mayonnaise. Da können wir uns ja auch über Ernährung unterhalten. Ja. Ja. Habt ihr keine Allergie? Nein. Ich hatte auch bei normalerweise sitzt man doch. Ich habe keine Allergie. Aber normalerweise sitzt man ja am Tisch und hat mindestens immer eine. Immer einen, der kein Milch. Gluten, Laktoseintoleranz. Nein, alles das nicht. Nein, habe ich alles nicht. Ich lehne das aber auch ab. Meine einzige Allergie ist auf Männer. Ja. Das ist auch gar nicht mal so. Sie übernimmt. Also diese Seite. Genau, Mirja und ich essen erstmal. Okay, lass uns mal essen. Susanne, warum isst du denn eigentlich nicht? Weil ich Heilfasten mache. Wie lange? Ich mache das wegen meines Rheumas und deswegen muss man, wenn man Effekt haben will auf so Autoimmunerkrankungen, muss es mindestens 3 Wochen machen. Also eigentlich Ramadan? Nee, Ramadan hat ja den Vorteil, dass man abends sich richtig die richtig einen reinhauen kann. Ob das auch so gut ist, weiß ich nicht. Nee, gut ist es sicher nicht, aber... Gar nichts, nichts, null? Genau. Nichts. Nichts. Meine Mutter sagt dann auch immer, aber vielleicht ein kleines Stückchen Huhn, sage ich. Nein, nichts. Wenn dann, ja. Aber ein Kartoffelchen. Macht dir das aber nichts aus, jetzt hier zu sitzen und das Leckere, die Hollandaise in Hommage an Mareike. Und die Mayonnaise. Doch, das macht mir natürlich was aus, weil selbst wenn man hat keinen Hunger, wenn man eine Weile gefastet hat. Aber das Problem ist, das Gehirn weiß ja, oh lecker, esse ich gerne, will ich haben. Und deswegen will ich es natürlich auch gerne haben, aber ich weiß, dass es eine Viertelstunde dauert. Bei Mareike vielleicht sogar noch ein bisschen weniger. Und dann ist alles wenn weg. Wenn es weg ist, ach so. Und dann ist es weg. Und dann kann ich wieso schauen. Bei mir weniger? War ein Witz, Mareike. Scherz. Ich glaube, diese sprunghafte Vermehrung dieser ganzen Nahrungsmittelintoleranzen liegt daran, dass viele Frauen sich nicht gerne rechtfertigen. Wenn ich jetzt sage, wenn ich abends beim Essen bin und ich muss sagen, nee, kein Brot für mich. So, dann gilt mir ja ganz, weil man sagt, ich achte auf mein Gewicht, ich esse keine Kohlenhydrate, ich esse das nicht, ich esse das nicht. Dann ist mir gleich die Spaßbremse des Jahrhunderts. Wenn man aber sagt, vertrag gar kein Gluten. Ja, ja. Oh, okay, ja, dann ist ja was ganz anderes. Ja, aber anders. Das ist nun mal wieder übertrieben. Ja, doch, man so habe ich nicht gelebt. Aber du musst einfach sagen, es kaufen heute Leute, die keinerlei Probleme mit Gluten haben, kaufen glutenfreie Lebensmittel. Und wissen wahrscheinlich nicht mehr genau, warum sind das. Und leider auch meistens schlechter schmecken. Das ist ja eigentlich nur der Klebestoff in den... Ja, und sie wissen wahrscheinlich noch nicht mal, was es überhaupt bedeutet. Na ja, so, das sind, aber das weil sind sie aber denken, es macht mich schlank. Mhm. Und wenn du Menschen sagst, ich mache dich dünn, machen die das alles mit? Machen sie alles. Genau. Ja, und ich meine, man muss auch wissen, dass manche dieser Ernährungen ja auch zu einer absoluten Mangelernährung führen. Also Veganer haben ein ganz großes B12-Problem. Das kann man natürlich lösen, aber ja, aber es ist ja irgendwie auch irgendwie schon absurd, eine Ernährung zu haben, wo du Nahrungsergänzungsstoffe dazu nehmen musst, damit du überhaupt das bekommst, was du brauchst. Eigentlich brauchst du keine Nahrungsergänzungsstoffe, wenn du dich ausgewogen ernährst. Aber ich finde es zum Beispiel mit dem Brot abends, ich mache ja auch, dass ich abends low carb, also ich esse abends weniger Kohlenhydrate. Ich bin aber auch jetzt kein Riesenbrot-Fan. Ich esse im Restaurant auch gerne den ganzen Dip auf, ich brauche aber keinen. In Deutschland gibt es so ein gutes Brot. Doch, ich liebe Kartoffeln, ich liebe Hast du schon mal das holländische Brot gegessen? Ja. Das kann man so ganz doll zusammendrücken, das ist schön. Mit aber das Streusel drauf. Nee, überhaupt nicht. Aber zum Beispiel könnte ich niemals so essen wie ihr, so diszipliniert. Niemals. Ich esse jeden Teller leer. Nee, ich nicht. Achso, das habe ich jetzt nicht. Ganz schlimm, leider bei mir. Und ich träume während des Heilfastens, habe ich schon 2-mal von Brot geträumt, von frischem Brot. Und bin total erschrocken im Bett aufgewacht und dachte, hast du es jetzt gegessen? Hast du es gegessen? Ach nee, du schläfst ja. Oh, okay. Oh, kannst dich wieder beruhigen und so. Ich habe so wirklich von so frischem, tollen Brot. Brot ist mein... Ja, aber deutsches Brot, Brot ist super, wenn du das richtige Brot deutsches hast. Deutsches Brot ist schon was Leckeres. Brot, Kartoffeln. Ich mag eigentlich fast jede Nahrung. Ich auch. Also ich liebe Kohlenhydrate sehr. Ich könnte mir ein Leben ohne, also wenn ich immer so denke, ganz so hier, ohne ist ja auch wieder wenn falsch. Du so hörst das von den Models, weißt du, die essen dann nur irgendwie so Eiweiß-Omelette, also ohne Eigelb, Eiweiß-Omelette. Das ist auch schon wieder Mangel. Algen ne? dran, bla bla bla. Nicht immer so, oh, das könnte ich nicht. Ja, ich wollte mit 17 aber auch Model werden. Wirklich? Hat nicht geklappt.
Du? Verstehe ich nicht. Ja. Ich finde diese ganzen Berufe, wenn man denen mal sagen würde. Wenn man ihnen mal zeigen würde, wie es wirklich ist. Und schön. Also Model sein ist ja nun das Ätzendste. Also das ist auch kack. Also das ist das auch. Doch ein richtiger. Nein, Mist, aber sie sehen natürlich das, was im Fernsehen gezeigt wird. Und die zusammengeschnittene Models Sendung. Models dürfen nie eine warme Mahlzeit zu sich nehmen eigentlich. Das machst du ja auch nicht. Nee, aber nur im Moment. Du isst ja abends warm. Das ist ja nur im Moment. Genau. Na, ich fand es manchmal schon, wenn ich in der Altstadt in Köln rumlief und ich kam dann endlich mal wieder hier in der deutschen Gegend. Hören Sie mal, Sie sehen ja wirklich, also in Wirklichkeit, sehen Sie dünner aus. Im Fernsehen sind Sie ja richtig fett. Fernsehen trägt ja auch auf. Fett, das stimmt. Auch jetzt denken alle Leute, mein Gott, was ist denn mit diesen vier aufgedunsenen Frauen los? Dabei sind wir in Wirklichkeit so. So, genau. In echt, also wenn wir außerhalb dieser Kamera sind, sind wir so. Und wenn du die Leute im Fernsehen siehst, die so sind, die sind Horror, siehst du in echt und du denkst, auch persönlich, mein Gott, ist mal was. Wenn ich Frauen sehe, ich gucke mir lieber Frauen an, die ein bisschen mehr auf den Rippen haben, als die, die zu dünn sind. Und trotzdem wäre ich gerne selber zu dünn. Also ich gebe das offen zu, dass ich das schön finde. Wie viel Kilo wiegst du? Das kann man in Holland fragen. Ach so. Ja. Was würdest du denken? Ich denke, du wiegst. Boah, jetzt geht aber rund um ich lüge 69. Ich habe 2 Stunden gebraucht. Ehrlich? Ja. Ganz schön gut. 69. 2 Kilo hast du dich verschätzt. Okay, top. 2 Kilo also weniger. Dann 67. 67. So, nächstes Thema. Aber soll ich euch sagen? Aber ihr müsst es nicht sagen. Keiner weiß mehr, was ist. Doch, ich stoße einfach. Und dann kommen wir wieder bei meiner Großmutter. Meine Großmutter hat gesagt, jede Saison, also jederzeit in einem Jahr, liefert Produkte. Wenn man die Produkte in diesem Jahr so verteilt, dass wenn sie wachsen und gedeihen in der saisonal, Natur. Saisonal, regional. Saisonal, ja. Genau. Dann hat man eine ausgewogene Ernährung. Ich versuche grundsätzlich saisonale Produkte immer. Ja, und dann hat man eine ausgewogene Ernährung. Und wenn man dann merkt, dass man allergisch ist für Bananen oder für Kabeljau, dann gibt es ein Leben ohne Banane und dann Kabeljau. Genau. Mareike, sag bitte noch einmal zum Schluss der Sendung Kabeljau. 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 Jetzt sagst du was du eben gesagt hast. Ist es jetzt vorbei? Was das? Ja. Ist es jetzt wirklich vorbei? Nein, es ist nicht vorbei. Aber ich fand's schön mit euch. Aber diese Mareike beendet trotzdem, die Sendung ist nicht vorbei, aber Mareike Amado beendet sie hier. Ja, genau. Es ist nicht vorbei, aber ich fand's schön. Ja.